Wo das lebst du? Einfach. Das kann man nicht als so Outlast und dann alles Nein! Buongiorno amici, es ist wieder Zeit für Pancakes, Rupert, guten Tag. Buongiorno amici, Freunde der Crispy Kalender, f*** mein Leben, ey. Egal, geiles Frühstück, Freunde. Pancakes, ja. Und was für Pancakes, diesmal alles im Harry Potter Style. Mm. Ah, wir sind alle Harry Potter Fans. Ich habe einiges von Harry Potter ausgedruckt, das wir dann backen, malen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit unseren Logos. Also ich habe das Slytherin Wappen, das auch in meinem Zimmer immer hängt. Für dich. Pancake machen? Also nicht alles genau so wie es ist. Mhm. Du kannst zum Beispiel nur so den Schild machen und nicht so die Schlangen-Schild. Zu welchem Haus kommt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Du bist Slytherin. Wir haben diesen Test gemacht, den findet ihr auch in der Infobox. Ja, eigentlich sind bei uns alle Slytherin. Ja, außer du und Flippy auch. Ja, stimmt. Flippy ist Gryffindor. Oh ja, ich habe auch neues Equipment eingekauft. Mal gucken, endlich, wie es diesmal funktioniert. Okay, ready? Ich bin immer ready. On the go. Ich hab jetzt schon verkackt. Oh Mann. Kann ich. Das ist doch kein Schild. Freunde, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Gar nicht. Boah, das riecht so gut. Da hast du direkt danach so Frühstück. Boah, Scheiße. Okay, Freunde, ich hab verkackt. Okay. Es ist noch ein bisschen weich, aber, ne? Mhm. Weil die erkennt man wenigstens, dass es eine Schlange ist. Ja gut, man erkennt halt nichts von diesem Tier, also wirklich gar nicht. Aber muss sagen, das war auch keine einfache Aufgabe, so um anzufangen. Man hätte nicht irgendwie, keine Ahnung, Hedwig anfangen können. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Freunde, aber das hier ist mein Pancake. Das ist dein Wappen. Hufflepuff. Lass, beeil dich, Frankie, ich will weitermachen und ich will was Vernünftiges machen. Das ist kacke. Mal gucken, okay, mein. Ready? Ja. Guck mal, hopp. Oh, boah. Oh. Perfekt. Nice. Ja. Alles klar, Freunde. Ihr müsst gar nicht in die Kommentare schreiben, weil es eindeutig ist. Frankie. Ja, ungefähr. Frankie hat auf jeden Fall gewonnen. Nur die erste Runde. Philippe, Freunde, kommt in 20 Minuten hoch und frisst eh alle auf. Ja. Also ich meine, kein Scherz, es gab noch kein Pancake-Video, wo Philippe nicht mindestens 70% davon alleine gegessen hat. Auf jeden Fall. Let's go. Ready, oh, ready? Was kommt danach? Oh, die Phoenice. Die Phoenix. Du kannst sie mal nehmen, wie du willst, so mit aufnehmen, Flügel. Du kannst es interpretieren. Okay. Ich krieg das nicht hin, Falco. Allgemein, was erwartest du von mir? Also, dass ein roter Film Vogel. Ein roter Vogel. Du bist auch so ein roter Vogel. Ah, nice. Du machst den Kopf. Ich versuche so alles zu machen, so gut wie es geht zumindest. Habt ihr schon die anderen Folgen gesehen? Da haben wir so SpongeBob und Pikachu oder ein bisschen alles versucht. Und jetzt was Schwieriges. Etwas? Ja, so ein bisschen. Bisschen? Quasi unmöglich. Also brauchen wir gleich nochmal Rot, weil mein Rot ist gleich tot. Ich garantiere für gar nicht. Ich sehe die Videos von den Profis. Ich weiß nicht, wie sie es so hinkriegen. So ich check's auch nicht, ey. Aber vielleicht ist jemand von euch ein richtiger Profi und kann uns so gute Tipps Voll, geben. Habt ihr Tipps dafür? Ja. Schreibt's in die Kommentare. Ja, süß, ein rotes Huhn. Nein, nicht mit den Händen, nicht mit den Händen. Alles gut. Kann man das erkennen? Ja, oder? Ja, schon. Ist das ein Phönix? Wer hat diese Runde gewonnen? Das ist ein Phönix. Das ist einer, Freunde. Aber guck mal, ich habe auch die gelben Federn gemacht. Du hast scheiß Farben gekauft. Das sieht voll kacke aus. In diesen YouTube-Videos, wo die das machen, sieht das bei denen so perfekt aus. Guck mal, wie das aussieht. Deine Schuld, selber Schuld. Okay, egal. Ich steck mich an. Der Hippogriff. Oh. Wieder ein Vogel? Fierobeko. Wie heißt der? Seitenschnabel. Ready? Ja. Ach, Francesco, heute ist nicht mein Tag. Gib mir nicht auf. Ich verkacke auch die ganze Zeit, immer wieder. Oh Mann, Freunde. Das wird nicht. Doch. Bei mir kommt die Farbe auch voll kacke raus. Bei mir auch, aber ich benutze es als Vorteil fast. So zeichne ich. Boah! Boah, übertreib. Ich kann nicht diese Challenges machen, wo du so realistische Bilder gibst. Ich brauche schon so Cartoon-Bilder, weil das kann ich nachzeichnen. Du machst halt aus all diesen Sachen so dein Freestyle-Anime-Ding. Ja, willst du nächstes Mal so alles mit Anime-Themen? Ja, ja, da f*** ich auch. Und das kann sein. Das werden wir sehen. Ich können wir machen. Was war die Challenge überhaupt? Ich weiß es auch nicht. Guck mal, Flippy, wir mussten Fierobeko malen. Hast du Rob ein anderes Bild bekommen? Ich krieg das denn nicht hin, Alter. Kriegst du das denn so realistisch? Nee, es muss nicht so realistisch. Ja, du kannst es interpretieren.
Schreibt mal in die Kommentare, was soll der nächste Thema sein von der nächsten Pancake-Folge. Das war voll das unfaire Spiel. So. Das nee. So würdest du sagen, so, ich laufe jetzt einen Marathon gegen Marathonläufer, aber bist selber gar keiner. Nee, guck mal. Was ist das? Auf die Steckdose! Oh, ist es auf, Flippi? Oder hattest du Lust nächstes Mal? Was für ein Thema? In was könntest du mich richtig fixieren? Symbole, minimalistische Zeichnungen, Outlines, so Cartoon. Okay. Emojis? Hat das nicht schon, ne? Emojis? Oh, Emojis, das ist ja cool. Ein Emoji gab es. Ach nee. Was haben wir denn auch? Freunde! Was kommt hier? Du meinst es nicht ernst, oder? So, Freunde, wir haben das gemacht. Jetzt zeichnen wir Hogwarts als Pancake. Alter, wer nimmt ein Schloss? Wo das lebst du? Einfach. Das kann man nicht als so Pancake machen. Nein! Von ein paar Fenster und... Hagrid! Hagrid ist mega einfach. So machst du zwei Augen und einen Bart. So Haare einfach. Ja, okay, lass Hagrid machen. Ja, komm, jetzt zeig den Leuten endlich, okay, was du hast. Es ist schwierig zu wenden, weil es hat so viele Teile, weißt du. Dein Teig ist einfach scheiße. Also, es sieht gut aus, aber es sieht nicht nach dem Waren aus. Meins besser. Wilken, etwas erkennt man da. Wer hat diese Runde gewonnen? Ich fang schon mal mit Hagrid an. Freunde. Ja, machen wir einfach seinen Kopf, sein Gesicht. Ja, ja. Ganz easy. Ja. Ganz einfach. Gespannt auf Hogwarts. Wir machen kein Hogwarts. Ach, Frankie, ey. Ich kann das nicht. Doch, ist easy. Sein Gesicht. Ich mache eine neue Interpretation von Hagrid. Ja, mach. Guck mal, mein Ding ist auch einfach scheiße. Guck, siehst du das? Es kommt immer seitlich raus. Ah, guck mal, ich mache ihn auch rote Wangen. Hautfarbe habe ich diesmal nicht dabei, aber also dafür benutzen wir einfach so gelb. Mhm. Und wir tun so, als würde es rosa sein. Okay. Das ist Kunst, meine Freunde. Das ist cool, das ist Kreativität. Ja, mir, das wird Hammer. Das wird der schönste Pancake, den ihr je gesehen habt. Kann sein. Ein bisschen davon. Wow! Das ist ein Hagrid, verstehst du? Hagrid ist auch so ein riesiger, ja, was auch stimmt. Immer. Da muss es und das ist auch ein riesiger, ja, was auch immer. Irgendwann scheiß die Pistazien. Wie viele Pistazien kann man fressen? Jeden Tag eine Packung, Alter. Was ist das, die jamaikanische Flagge? Das Grüne wird man hinten nicht, nicht sehen. Das nur für die, da, um es stabiler zu machen. Stell mal vor, wie bei dem einen Toast, wo Jesus Gesicht ist auf einmal auf Robs Pfanne. Kannst du auf Evil verkaufen. Seid ihr bereit, Freunde? Für den. Ist er überhaupt wendbar? Krassesten Hagrid aller Zeiten. Oh nein! Oh nein, nein. Oh, wir werden nie erfahren, wie er aussah. Hagrid! Oh Mann, ich kann das nicht. So sieht es aus wie ein netter Pfannkuchen. Würdet ihr das nicht essen wollen? Boah, das sieht so ein bisschen heiß aus. Flippi ist das auf jeden Fall auch. Ready? Oh. Wie Hagrid sieht er nicht aus? Er sieht aus wie ein Simba. Mufasa. Ein Löwe, ja. Ja, Löwe. Mufasa. Nice. Aber doch, ein bisschen von Hagrid hat das auf jeden Fall. Ja, ein bisschen schon. Sieh diesen Blick so. Mhm. Jetzt zur Letzte. Oh Gott, du kannst einen Tour machen. Also ich versuche so ein bisschen die... Viel Spaß. Ey, Bruder, kannst du meins auch machen? Ich muss morgen abnehmen. Wenn ich da einmal eine 4 Minuten nach Hause bringe, bringen mich meine Eltern. Ich kenne das so gut. Ich war der Profi beim Schummeln. Welche Tipps, wie man so schummeln kann, dann schreibt das in den Kommentar. Kann ich ein Video machen, so Lifehacks. Man muss ein Leben lang schummeln, sonst kommt man nicht weiter. Wir können das mit Hagrid beenden. Hier wird nichts. Boah, Freunde, Pistazien machen süchtig. Kennt ihr das? Man fängt einmal an, man kann nicht aufhören. Boah, ich habe gerade gar nicht realisiert, dass ich die ganze Zeit die Dinger gegessen habe. Das sieht gar nicht nach Hogwarts aus. Vor allem, du tropfst dann noch auf der Seite die Wahl. Ja. Was hast du für Dinger wieder bestellt? Das jede Woche kommst du mir mit, ich hab neue gekauft, die sind super. Die sind richtig kacke. Es liegt am Teig. Habt ihr ein vernünftiges Pancake-Rezept? Ja. Das kann doch nicht sein, dass wir das über ein halbes Jahr keins finden. Die Profi zwischen euch sehen, sagt uns bitte, wie man es richtig macht. Okay, eine Minute und dann habe ich mein Hogwarts fertig. Dafür hast du mich jetzt aufgeweckt? Das ist Kunst, Bruder, das ist Kunst. Ich habe so verschissen wie noch nie in meinem Leben. Diese Video deabonnieren die Leute Crispy Rob, weil sie sagen, Rob, Alter, du bist so scheiße im Pancake machen. Aber nein, dein Hagrid, ich finde ihn echt witzig. Darf ich essen? Ich mache es fürs Thumbnail. Oh, sorry. Aber dann kannst du ihn essen. Ist hier noch irgendwas Schönes dabei? Hier, Fox. Oh, oh meine. Fox meine hat seinen Kopf verloren. Sorry, Bro.
Also, schon von hinten, also sieht es nicht schlecht aus. Ja. Oh, shit, Hilfe. Oh nein! Sieht doch gut aus. Ja, hey, also das Loch hier, ne? Ja, aber sonst, ey, nicht schlecht. Ich hätte schon schlimmer gedacht. Nice. Francesco. Gut. Wer hat diese Runde gewonnen? Oh Mann, ey. Oh Mann. Nächstes Mal machen wir mit Emojis und dann fikierst du mich. Vielleicht. Alles klar. Wollt ihr eine Emoji-Pancake-Runde sehen? Dann schreibt es in die Kommentare. Rupert, danke, dass du so früh aufgestanden bist. Wie spät haben wir? Ja, schon. Ja. Zu spät. Wenn ihr unsere Mühe, unsere Kunst unterstützen wollt, dann lasst gerne ein Polly schon hoch, ein Daumen hoch, ein Abo da auf jeden Fall, um nicht weitere solche Videos Pistazie zu verpassen. Ein Stück Pistazie, man hat hier. Bis zum nächsten Mal. Puh.